Das Forschungsprojekt jetzt im sechsten Semester auf jeden Fall eine gute Hilfe, vor allem, sage ich mal, beim Erstellen eines Fragebogens. Also denkt man immer so, es geht ganz easy, man denkt sich da ein paar Fragen aus, Hypothese, dann war es das. Aber ich sag mal, es gibt schon ein paar Dinge, die man beachten muss, und das haben wir jetzt gerade spüren müssen in unserer Gruppe auch. Haben jetzt ein paar Anläufe gebraucht, aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Weg, und auf jeden Fall hilft das, denke ich mal, für die Bachelorarbeit. Also ich denke, das Forschungsprojekt macht schon Sinn, und ich denke, es hat schon auch einen Vorteil bezogen auf die Bachelorarbeit. Als ich meine Studienarbeit geschrieben habe, habe ich auch eine Umfrage gemacht im Internet, und ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, was ich eigentlich mache, glaube ich. Und deshalb war wahrscheinlich auch die Qualität dementsprechend nicht überzeugend. Also gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß es nicht. Von dem her denke ich, macht es schon Sinn, dass man da so ein bisschen Tools auch kennenlernt, um die dann in der Bachelorarbeit umzusetzen. Also ich denke, das Forschungsprojekt bringt einen in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten auf jeden Fall weiter. Und vor allem in Bezug auf die Bachelorarbeit kann man da auf jeden Fall nochmal viel Neues lernen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass das Modul mir auf jeden Fall was für die Bachelorarbeit bringen wird, weil ja, wir sind einfach an der Hochschule der Medien, und das Thema Medienverzicht spielt in alles Mögliche mit rein, und ich habe durchaus auch überlegt, in dem ganzen Rahmen dann später bei der Bachelorarbeit was zu machen, weil es einfach ein interessantes Thema ist, was auch den Zeitgeist ein bisschen trifft, wo auch viel Forschungsbedarf noch da ist, und von daher ist das jetzt insgesamt für das Studium wirklich relevant auch. Fürs Thema, für die Forschungsarbeit haben wir auf jeden Fall Einblicke bekommen, dass wir halt aufpassen müssen, wie wir die, wie wir Hypothesen stellen müssen, wie wir richtig die Forschungsfragen stellen, dass die eben auch zielgerichtet sind, und vor allem dann halt am Ende auch, wie man die Fragen aufbaut, damit man da ganz genau weiß, was man auch von den Leuten will. Und ja, um die danach interpretieren zu können, beziehungsweise halt, dass die Leute die gut beantworten können. Wir haben uns mit der Forschungsmethode des Fragebogens beschäftigt. Da haben wir auf jeden Fall viel Neues gelernt, also in Bezug auf Präzision, Suggestion und Subjektivität. Also es war auf jeden Fall sehr gut, ja. Also jetzt in dem Modul habe ich auf jeden Fall mich das erste Mal richtig damit befasst, tiefergehend, wie werden eigentlich irgendwelche Studien durchgeführt, was sind bestimmte Qualitätskriterien, weil man liest ja immer wieder in den Nachrichten, amerikanische Forscher haben rausgefunden, dass etc. Und wenn man sich jetzt in dem Modul mal anschaut, wie eigentlich gute Forschung aussieht, dann kann man eben auch als Konsument von irgendwelchen Studien viel besser differenzieren, ob das jetzt eine wirklich gute Studie ist oder nur eine These ist. Ja, das auf jeden Fall. Man merkt halt auch, dass es ja eigentlich im Uni-Kontext so eigentlich kaum mehr ohne geht, dass wenn man da nur mal eine Woche irgendwie ohne Internet ist oder fast schon einen Tag, dann hat man irgendwie Dinge verpasst. Und ja, ich meine, privat wäre es auf jeden Fall mal besser abzuschalten, ab und zu das auch irgendwie bewusst zu machen, vor allem im Urlaub und so, dass man sich mal auf andere Dinge konzentrieren kann. Und aber ich sag mal so, im Alltag und auch im Arbeitsalltag ist ja heutzutage eigentlich kaum mehr möglich, und man muss eigentlich immer irgendwie auf dem aktuellsten Stand sein, um eben nichts zu verpassen, um am Ball zu bleiben. Also ich finde das Thema generell spannend, also immer spannend auch, vor allem ich habe auch einen Sohn, von dem her überlegt man sich dann schon, was für ein Vorbild möchte man dann auch sein und wie möchte man, dass sein Kind irgendwie damit umgeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch geändert habe oder so, aber es ist natürlich schon ein spannendes Thema. Ich denke, Medienverzicht ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, und da sollte sich jeder mal darüber Gedanken machen, wie er das in Zukunft gestalten will.